So, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Package Inspector. Wir spielen jetzt mal ein bisschen weiter. Es gab eine kleine Pause zwischendurch, weil mir die Aufnahmen ausgingen. Und dann ehrlich gesagt, es war die Tage so heiß, da war nichts drin, nichts drin. Ich sag, wir quatschen gar nicht lange, wir gehen wieder weiter. Ins Jahr 7 müssten wir jetzt theoretisch gehen, wenn ich ganz falsch liege. Genau. Dann hören wir uns mal die Anweisungen an, mal gucken, was kommt. Die vorgegebenen Gewichtsbegrenzungen haben nichts verändert. Ja, Es hat nee. nur dazu geführt, dass wir jetzt noch mehr Pakete, aber mit weniger Gewicht erhalten. Aus diesem Grund werden zukünftig Packlisten beigelegt. Anscheinend ist der Import von Lebensmitteln nun verboten. Wer braucht auch schon fremdländisches Gemüse, wenn wir hier überall die Runkelrüben und Rosenkohlfelder voll haben? Runkelrüben. Auch schön, okay. Okay. Ja, 7. Pakete über 5 Kilo sind wieder erlaubt. Okay, also das fällt schon mal weg. Wir brauchen darauf nicht mehr achten. Ab sofort wird eine Liste den Paketen beigelegt. Diese gibt an, was die Pakete enthalten sollen. Das Gewicht der Gegenstände wird pro Stück angegeben. Ah, also wenn wir jetzt 6 mal Kaktus haben, dann müssen wir 6 mal 64 Gramm rechnen. Stückpreis quasi, richtig? Oder ist das jetzt so gemeint, dass es allgemein ist? Nee, ne? Ich glaube ich nicht. Pro Stück, also 13 mal Teddy, 13 mal 128 Gramm, okay. Aktuell ist darauf zu achten, keine Lebensmittel nach Taktzien durchzulassen. Pakete ins Ausland sind von der Regelung nicht betroffen. Okay. Okay. Hat sich hier was verändert? Guck mal, meine schlaue Liste. Nö. Das bleibt immer noch. Also. Verbotene Gegenstände sind Apfel, Erdbeeren, Bananen, Pizza und Kuchen. Also alle Lebensmittel insgesamt. Ja, gut. Oh, nee, falsche Taste. Was sind das? Ach, das ist dann bestimmt die Liste. Okay, wir ziehen mal. Mal gucken, was kommt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir müssen auch noch hoch auf alles andere achten. Oh, nee. Das ist nicht Ozeron, glaube ich, oder? Der Julian Braun. Wie sieht Ozeron aus? Ozeron. Mit so einem Ding hier. Ah, ist doch. Lobostraße 46 zum Knumstall. An den Elias Fischer, Auszeitallee 97 in Korma. So, jetzt können wir gleich mal hier drauf gucken. Eine Katze ist drin. Eine Katze natürlich. Zwei Spenderherzen, zwei Reagenzgläser und ein Vogel. Ja. Liegt das auch so viel? Ja. Zu trinken, ne? Wir rechnen mal. Also, was ist es jetzt hier nach. Oh. Hallo. Taxien. Taxien. 3 Dollar. 3 Dollar tiefgekühlt. 5 Dollar. 5 Dollar zerbrechlich. 6,50. 6,50. Ha. 7,50. 5. 7,50. Okay. Jetzt nehmen alles. Ja. Jetzt irgendwas vergessen? Nee, ne? Ha. Okay. Das hatten wir gerade. Das müsste ja auch wieder Ozeron sein oder so. Oder? Von der Lele Böhm, Parkstraße 134 in Wut. Auch schön. An den Mario Pantalones auf dem Jochen 22 im Blauen. Geht nach Taxien. Da gucken wir da mal rein. Oh. Moment. Guck rein. Ein Glas, ein Teller, Kochmesser, zwei Spritzen. Ein Skalpell, Reagenzglas. Okay. Er hat nichts drin, was verboten ist. Heißt, Hütes 3 Dollar. 3 Dollar gefährlich. 4,50. 4,50 zerbrechlich.
$7. Ne, warte mal. Ja doch. $8? $8. Hab mich verrechnet. 3 und 3 sind 6. Wie hatten wir jetzt drauf? Das hatten wir drauf. 1, 2, 3. $3. Anfangsbericht. Zerbrechlich, gefährlich sind auch nochmal $3. Sind $6. Und Medizin sind $7. Ja, der hat es falsch markiert. Hä? Da war doch aber zu wenig drauf. Bin ich blöd? Na, wahrscheinlich schon. Ne? So, Fulkov. Wir müssen nicht schon mehr was trinken, ne? Das ist richtig. Sophie Berger an der Kakabellenweg 70, Kluge nach Greta Otto am Tierheim 33, Mümington. Mümington. Auch in Taxien. Über 5 Kilo. Eine Bombe. Boah, ich verschicke auch immer Bomben, klar. So, sind schon mal $5. $5 und gefährlich. Sind $6.50. $6.50 und Medizin 57. 57. Und gekühlt. 57, 59. Okay, hat sie richtig. Dann darf das auch nach Taxien. Weil 5 Kilo wurde ja jetzt, ne? Dürfen sie wieder verschicken? Mit Bombe natürlich. Klar, ich meine. Warum auch nicht? Wer schickt denn heutzutage nicht Bomben durch die Gegend? Das ist Sarah Putzi. Das ist falsch, Tim Schwarz. Was machst denn du schon wieder für einen Scheiß? Was hat er drin gehabt? Oh, warte mal. Kann ich mal gucken. Ein Zeichenzettel, Kugelschreiber, Benzin, Feder, Babyteller. Okay, er hätte es ja vielleicht wegschicken können, aber so jetzt nicht, ne? Nicht mit uns. Wir haben schon einen Fehler. Einen Fehler haben wir schon. So. Otoki. Das ist nicht Otoki, das ist Fulkov, das hat man ja gerade gehabt. Der Jan Krause. Ja, spar dir die Mühe. Da saß du aber wirklich, ne? Hättest du dir die Mühe nicht machen brauchen. Jetzt ein drin gehabt. Auch nichts, was, ne? Schade, schade. Ich dachte, wir können jemanden überführen. So, nächstes Paket. Vielleicht mit ein bisschen, ne? Odums. Ist das Odums? Es ist Odums. Von der Mia Weiß im Bremsweg 105 nach Lambach. In Lambach. Für Mathilda Martin in der Lobestraße 14 in Witzburg. Okay, cool. Was hast du drin? Ja, ehrlich jetzt? Dynamit und Schwarzpulver. Nach Taxien. In unser Heimatland. Jetzt ehrlich, Mia, bist du dir da so... Warum mach ich das jetzt schon wieder? So, warte mal. Ja, dass das nicht viel wiegt, ist mir schon klar, ne? $3? Ja. Da fehlt der gefährliche Aufkleber, wollte ich ja nur mal sagen, ne? Hier schon Dynamit verschicken. In unser geliebtes Taxi, oder was ist denn? Oh, Leute. Es werden hier Bomben verschickt und Dynamit und Schwarzpulver für noch mehr Herstellung. Und das müssen wir verschicken. Wir wissen sogar, also ob wir da heute noch Abend so gut schlafen können, weiß ich nicht, ne? So, vom Alexander Werner, Wiener Straße 18, Weststadt in Harmony an den Ben Müller in Bramgasse 142, Cookington. Geht auch nach Taxien, dann nehme ich auch mal einen Schluck. Harmony ist richtig. So, wie viel wiegt's denn? Ah, okay. Sind $3. $3. Tiefgekühlt $2. $5. $5. $6. $6. Hat er drauf, der gute Super. Dann dürfen wir es auch verschicken. Oh, 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 halt! Nee, darf man nicht. Der hat eine Pizza drin. Nee. Es werden keine Lebensmittel nach Taxien geschickt. Vergiss es. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Nee, nee. So. Laura Kraus, Eselgasse 54 in Lambach aus Borealis. Ist doch falsch.
Was hätten die drin gehabt? Eine Pizza und einen Kugelschreiber. Das war Klosbüger. Tschüss, mach's gut. Auf Wiedersehen. Haus rein. Kaufen nämlich erstmal einen Schluck. Ha, hier ist nämlich Möllchen, ne? Wir hatten ja gerade ein Paket. Der David Hartmann. Zur Datenautobahn. Zur Datenautobahn 17 in Zussen. Vom Dickarsch am Murrimoor 57 zum Knustall Urseron. Okay, hier wird ein Auslandspaket. $5. $5. 6,50 für Medizin. $2 plus sind 8,50. 8,50. Bleibt bei 8,50. Wie ramponiert das auch wieder aussieht, ne? Eben. 5,7, 8,50. Ja, okay. Aber nächstes Mal macht das Päckchen ordentlich. Wie sieht das aus? Fällt ja alles raus. Oh, wir gucken gleich nochmal. Den Spaß machen wir uns. Was verschickt denn der Gute? Skalpelle. Eine Bombe. Na klar. Ins Ausland. Dann bitteschön. Ja, da kauft. Ja. Wir werden zur Cola-Süchtigen. Eindeutig. Hab's ja vorhin schon gesagt, ne? Beim letzten Video. So. Der Moritz Wolf. Im Entengang 92 aus Geda Sonnenbein. Oh, unser Buch sieht aus. Ey, hallo? Anne Luca Hoffmann im Rindfleischkorn 44 in Ständer. Der Rindfleischkorn. Faxchen. Nee. Verbot der Ware. Keine Lebensmittel, Leute. Keine Lebensmittel. Wie zugeklebt das hier schon wieder ist, ne? Hallo, nimm das doch mal. Das ist drei Schirmen Aufkleber. Und einen vierten. Okay, kann ich das besser rechnen? Stop it! Geht da Taxien? Wieder Schwarzpulver, klar. Und Benzin. Das passt gut zusammen, ne? Aber er hat nichts Giftiges bei. Also schon Giftiges bei, aber nichts Verbotenes. Gut, Sophie Berger zum Dschungel. Ne, Duschgel. Dschungel sah schon. Zum Duschgel. 40 in Klingheim. Für den Oskar Hoffmann Bankrottallee 75 in Klingheim. Sehr schön. Also, wir haben Inland $5. $11 müssten da drauf kleben. Das stimmt auch. Weil ich habe jetzt mal Medizin zerbrechlich, gefährlich und tiefgekühlt zusammengerechnet. Sind insgesamt $6, weil wir haben hier einmal Medizin und hier kleben die anderen drei Aufkleber. Insgesamt sind es 4, die wir haben können. Dann verkleben wir den Scheiß mal. Und dann geht's nach dem wunderschönen Taxi. Tschüss. Bis zum nächsten Päckchen. So, was haben wir hier? Mann, nicht so schnell drin, ne? Lea Friedrich, Pfarrgasse 46 in Zussen. Oh, Somni. Somni stimmt. Für den Anton Zimmermann. Große Kleingartenstraße 146 in Immerstadt Taxien. Okay. Eine Pistole erstens mal drin, ja. Aber die Erdbeeren? Was soll ich machen? Die Erdbeeren dürfen wir nicht verschicken. So, ready on. Einen wunderschönen guten Abend, werte Zuhörer, hier bei Ihrem geliebten Staatsradio. Haben Sie es schon gehört? Unser Staat erlaubt uns wieder Bestellungen in Nachbarländern. Wozu man auch immer dieses Glubbert brauchen sollte, haben wir doch hier bei uns selbst die besten Produkte der Welt. Einzig Lebensmittel werden nicht mehr eingeführt, um unsere hiesigen Landwirte zu stärken, die mit ihrer harten Arbeit einfach viel zu wenig gewürdigt werden. Außerdem ist das Zeug von außerhalb eh viel zu teuer. Eine tolle Idee unserer Führung, Ihr Radiotäxchen. Na, vermisst ihr ihn schon? Den Geschmack von Kaffee am Morgen, der süße Geschmack von Schokolade oder auch nur den guten alten Tequila. Kameraden, seht endlich ein, dass die Schlacht verloren ist. Der Staat versagt immer mehr.
Wir dagegen haben die örtlichen Bars und Cafés wieder mit Grundstoffen versorgt. Denkt an uns, wenn ihr eure Kehlen befeuchtet, und nutzt die Chance und schließt euch dem Widerstand an. Wir sind mehr als nur ein Radiosender. Ja, gut, die Rebellen, ne? Meine Güte. So, wir haben ein falsches Paket, das heißt, uns werden $50 abgezogen, ne? Jeder Fehler wird bestraft. Strom, Wasser, Lebensmittel, Miete geht wieder ab, wie immer. Wir haben $2.700. Und wir hatten uns ja auch die Kunst versprochen, Hammersteuer. Eine Hammersteuer, natürlich, Leute. Mit dem Geld orderten wir Kisten mit Hämmern. Leider wurde uns nur Hämmer für Linkshänder gesendet. Das glaubst nicht, ey, wie gut. Niemand kann mit ihnen umgehen. Um uns nicht zu blamieren, brauchen wir eine kreative Lösung. Was wir mit den Hämmern anfangen sollen? Und um unsere Sportler zu fördern, machen wir Werbung fürs Hammerwerfen. Zahlen Sie Ihren Beitrag für die Werbeaktion. Machen wir? Uns werden $523 dafür abgezogen und ich sage, bis zum nächsten Jahr. Wir sehen uns. Tschüss.